Hallo Minecraft-Freunde, wir sind hier auf dem Server. Zwar Staffel 4 ist das hier, wo ich mein Let's Play mache. Und nun werde ich euch zeigen, wie ihr das Modpack installiert, damit ihr auch mitspielen könnt. Hier auf dem Server mit mir gemeinsam oder mit anderen. Bekommt eine Welt, könnt mitspielen, mitbauen und was ihr auch wollt. Oder wenn ihr Lust habt, auch in Singleplayer spielen. Ja, hier auf dem Server sind jede Menge Mods drauf. Ich gehe mal hier raus, kurz. Zapp. War falsch. So wollte ich machen. Sind jede Menge Mods drauf. Wir haben jetzt, ich glaube, 103, 104 da rum drauf. Also ihr seht 67 Seiten. Alles mögliche an Mods ist drauf. Modliste findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal schauen. Sind ja ziemlich viele drauf, wie man sieht. Wöchentlich und alles mögliche. Und das hier auf dem öffentlichen Server. Sprich, ihr könnt alle drauf spielen. Wie ja schon im Vorstellungsvideo erwähnt. Wird auch nochmal unten verlinkt. So, kann ich mal kurz schnell durchscrollen. Alles Mögliche ist hier drauf. Also, es sind alles Mods, die wir uns ausgesucht haben. Auch relativ viel neue Mods, die ich selbst noch nicht kenne. Da muss ich mich selbst alles erst einarbeiten. Wir haben mal alles anders gestaltet hier auf dem Server. Und ja, ich werde euch jetzt in dieser Folge zeigen, wie ihr das Modpack installiert. Ist nicht schwer, ganz einfach, ganz simpel gemacht. Für jedermann schaffbar. Es ist egal, welche Minecraft-Version ihr habt. Es funktioniert immer. Ihr braucht nicht die neueste, ihr braucht auch nicht die älteste. Aber ich zeige euch eh, wie ihr das am einfachsten macht. So, viel Spaß und wir sehen uns wahrscheinlich eh mal hier auf dem Server, hoffe ich doch. Bewirbt euch einfach mal in Form. So, dann beenden wir hier das gleich. Ah, jetzt hätte man gesehen, ich glaube 103 waren es gerade. So, ihr ladet euch die Datei unten in der Videobeschreibung runter. Dann bekommt ihr hier diese Exe-Datei. Für alle, die denn das beim Runterladen Probleme haben, im Forum gibt es ein Full-Download, also Full-Speed-Download, wo ihr schneller runterladen könnt. Vorausgesetzt, ihr seid registriert. So, dann, ja, ihr habt hier die Exe-Datei. Die packt ihr einfach in den Ordner rein. Egal, enthält kein Virus, gar nichts. Sollte mal Kaspersky oder Samael, das ein Virus enthält, ist es aus diesem Grund, weil es eine modifizierte Exe ist, also eine veränderte Datei und Kaspersky erkennt auch veränderte Dateien. Also es ist definitiv kein Virus. Dann schauen wir mal, ihr braucht dafür am besten MultiMC. Also ich mache die Installation jetzt mit MultiMC, mit der funktioniert es hundertprozentig. Andere Installationen werden so einfach nicht funktionieren. Da schaut ihr einfach selbst, wie ihr das macht. Wie gesagt, MultiMC runterladen, installieren, fertig. Ist ein schöner Launcher. Man sieht, ich habe hier schon, wir sind das 3, 6, 9, 18, 21, ach, rechnen auch noch 27 Instanzen. Ja, 27 verschiedene Minecraft-Versionen habe ich hier am Laufen auf meinem PC. Gut, wenn ihr MultiMC installiert habt, es gibt wahrscheinlich schon eine neue Version, aber egal, dann klickt ihr hier oben auf dieses Blatt Papier einmal drauf. Dann ladet er. Hier könnt ihr den Instanznamen eingeben, wie ihr hier steht. Zum Beispiel, ich habe Server Gwechtech genannt. Ich schreibe jetzt einfach Server GT, also Gwechtech sozusagen Tutorial. Dann habt ihr hier die Minecraft-Versionen. Da könnt ihr jede Minecraft-Version auswählen, die es schon gab oder in letzter Zeit gab. 1.2 zum Beispiel, 1.2.5. Ich will jetzt einfach die 1.4.7 aus, weil der Server auf 1.4.7 läuft. Drücke OK und sage OK. Ihr könnt auch die 152 nehmen. Natürlich ist es besser, wenn ihr die 147 nehmt. So, dann müsst ihr die Instanz mal auswählen. Doppelklick drauf. Ihr müsst euch noch einloggen mit euren Benutzerdaten und so weiter. Das wird dann in Launcher gespeichert. Ich habe das natürlich schon gemacht, weil ich ja mit diesem Launcher spiele. Jetzt ladet der Minecraft runter. Ich brauche dafür auch Original Minecraft. Das wird vorausgesetzt, sonst wird es nicht laufen. So, dann startet Minecraft. Irgendwo, ah, hier. So, wir sehen 147. Beenden das Ganze. So, danach klickt ihr hier oben auf diesen Ordner. Zack. Und ihr kommt automatisch in den Ordner, wo ihr die Minecraft-Instanzen habt. Und hier findet ihr die gleiche Instanz, die ihr hier so benannt habt. Zum Beispiel Server GT Tutorial. Das finde ich hier. Server GT Tutorial. Zack. Da ist euer Minecraft-Ordner. Dann machen wir das alles wieder kleiner. Wir starten die Exe. Er fragt nochmal, ob du das wirklich ausführen willst. Ja, wir wollen. Hier ein kleiner Infotext, mal kurz warten. Dann könnt ihr hier auswählen, welche Sprache ihr wollt. Drückt OK.
paar Informationen weiter. Hier müsst ihr die Bedingungen akzeptieren, da könnt ihr alles durchlesen, da steht einiges drin über die ganzen Mods und so weiter. Weiter. Und hier müsst ihr dann sagen, wo ihr das installieren wollt. Ich habe eben hier keinen Pfad vorgegeben, weil jeder ja woanders installiert. Deswegen geht ihr hier einfach auf Durchsuchen. Dann müsst ihr in diesen Ordner, wo ihr MultiMT installiert habt, bei mir ist das unter Computer, unter meiner SSD 2, dann habe ich den Ordner Minecraft, dort habe ich Instanzen. Und hier finde ich wieder denselben Ordner mit Server GTTUT, den einfach mal auswählen, nur diesen, also die Instanzname auswählen, mehr braucht ihr nicht. OK drücken, dann steht hier so bla 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 und zum Schluss Schrägstrich Minecraft, das ist richtig. Ihr seht, wir brauchen 42 Megabyte an Speicher. Drückt weiter und er installiert jetzt das Minecraft. So, nachdem es fertig ist, können wir fertig drücken. Und das war's. Wir starten nochmal unser Server GT Tutorial, also Quechtech Tutorial, und müssten jetzt schon alles fertig installiert haben. Schau nochmal. Das dauert jetzt natürlich etwas länger zu laden, weil er die ganzen 102 oder 103 Mods laden muss. Das kann sich variieren. Ich werde auch immer wieder updaten. Oder neue, wenn neue Mods dazu kommt, müsst ihr einfach wieder die Exe runterladen, neu auswählen und kopieren und schon kopiert ihr alles wieder rein. So, im Hintergrund ladet ihr alles. Ich kann hier mal kurz zeigen, da gibt es so eine Konsole dazu, da sieht man, was alles ladet und so weiter. Das sieht man auch, da ist wieder. Und wir sehen, 102 Mods haben wir installiert. Und wenn wir jetzt auf Multiplayer klicken, ist hier schon der Server automatisch hinterlegt. Ihr könnt natürlich nur zugreifen, wenn ihr euch beworben habt und die Bewerbung angenommen ist, weil er whitelistet ist. Ja, Bing 78. Wie gesagt, der Server ist ein Root-Server. Läuft auf einem Root-Server, also ziemlich stabil, sehr lagfrei. Die Welt wird oft zwischengespeichert und so weiter. So, ja, und hier sind wir wieder drauf, so wie am Anfang. Nur dieses Mal mit einem anderen Account. Also halt anderen Modpack. Weil ich verwende ja ein anderes. Das haben wir jetzt gemeinsam erst neu erstellt. Das Connecten. Ihr seht, ihr habt schon Optifine und alles installiert. Und das war's dann eigentlich. Ihr seht, das funktioniert. Also es ist nur ein Klick zu machen, mehr ist nicht zu machen. Voraussetzung ist natürlich MultiMT. Über AppData und so weiter wird das Tutorial nicht funktionieren. Also da müsst ihr euch dann selbst zurechthelfen. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Wie gesagt, Bewerbung und so weiter, alles im Forum. Link in der Videobeschreibung. Schaut einfach mal vorbei auf dem Server, spielt mit uns gemeinsam. Wir sind eine schöne Community. Super Leute, wir haben Teamspeak, quatschen viel. Sehr viel online und so weiter. Wie gesagt, auch die ganze Community, also alle, die für den Server zuständig sind, machen ein Let's Play auf dem Server. Also es werden, ich glaube, jetzt momentan 2, 4, 6 Let's Play gemacht auf dem Server. Also auch schon jede Menge. Nur rein von den Administratoren und Moderatoren. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Modpack und ich hoffe, wir sehen uns auf dem Server. Ciao Leute, bis dann.